Fantastisch. Können wir das mitnehmen? Nein, dann nicht. Gerade da. Okay, sind wir noch um 6 schon. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Das hier. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Tja, sieht wohl so aus. Fantastisch. Aber wir müssen da hoch. Oh, schade. Und weiter geht's. Raum 7. Bildung im Fahrstuhl. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut, nice. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Fantastisch. Es geht hier schnell. Ist eine gute Testrate. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ah, okay, ja, das finde ich so schön. Okay. Ich verstehe schon. Tja, so nicht. Aber so. Das müssen wir nur noch. Das war daneben. Und da wird einem ja fast schwindelig. Oh komm, das wird doch wohl zu schaffen sein. Nice. Thank you.
bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ah ja. Wir wurden also inzwischen ersetzt. Was ist denn neu geklungen? Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Tja, na dann. Ciao. Können wir aufhören an der Stelle. Können wir Schluss machen. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Tja. Das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Das glaube ich ja nicht. Diese Kammer war wirklich ein Fehler. Wir empfehlen, jetzt aufzugeben. Okay. Ich habe so eine Idee. Aufzugeben ist keine Schande. An dieser Stelle abzubrechen ist in der Tat eine vollkommen vernünftige Reaktion. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Tja, so sieht's aus. Weiter. Das Wort unmöglich gibt's bei mir nicht. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Kapitelkontrollimpulse. Hübsch. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Ja. Grandios. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Nummer 1. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Ah ja, danke für den Hinweis. Thank you.
Ja. Okay, jetzt sind wir hier. Ein bisschen Rätseleien. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Endlich. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort 4. Okay, da müssen wir hin, oder? Das könnte tödlich enden. Ich hoffe, das Portal bleibt noch eine Weile offen. Ich würde gerne durch. Fantastisch. Und weiter geht's. Bereit machen zum Rausschleudern. Hinaus in den Raum. Und hops. Hervorragend. Okay. Es geht doch im Fall. Wo muss ich hin?
Wir wollen das hin. Wir. Ja.